Ist das nicht eine geile Ecke hier? Mega cooles Szenario. Alter, es gibt einfach immer wieder Stellen, an denen ich noch nie geangelt habe. Und irgendwann muss man doch auch mal solche Stellen testen und gucken, was da geht. Zum Beispiel so geile, dicke, fette Döbelalden. Bäm. Jawollo. Jawollo, so soll das sein. Zack und wieder raus damit. Ich teste hier gerade schön entspannt. Allerdings auch schon ein bisschen länger. Na, ist da was dran? Da ist was dran. Da ist auch was Dickes dran. Ich teste hier schon die ganze Zeit am Wolchow rauf und runter. Und teste hier so die Ränder ab. Und zwar überall an so Stellen. Bäm, der nächste fette Döbel. An so Stellen, wo ich noch gar nicht war. Es gibt ja hier, das ist ja ein Riesengewässer. Und hier die gesamte Gewässerkante, auch hier dieses wilde Konstrukt, bis da vorne hin, bis zur Base. Hier ist ja überall Geschlonze und Geschilfe. Da vorne auch schon ein Aal gefangen, einen kleinen. Aber hier geht halt so einiges. Und hier in dem Bereich waren dann gerade auf den verschiedensten Ködern immer mal wieder auch ein paar Döbel. Gucken wir mal rein hier. So sieht es gerade aus hier mit den ganzen Döbeln. Und vorher, wie gesagt, hier ein kleiner Aal dabei in den Morgenstunden und was nicht alles. Viel natürlich auch mit Nasen und Rotaugen. Ja, und hier an der Stelle sind halt, wie gesagt, die Döbel reingegangen. Zack, 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 sofort 12er Haken geändert. 6er Haken drauf gemacht, 4er Haken drauf gemacht, deutlich größer dran gegangen. Und Grashüpfer drauf. Döbel, Grashüpfer, easy, Attacke Vollgas. Ich meine, wenn man hier schon am Wolchow unterwegs ist, also mit Level 20 oder ab Level 20, dann kann man sich auch mal ein paar Grashüpfer kaufen. Das Schöne hier an dem Shop ist in der Regel immer alles vorrätig. Das heißt, man kann sich auch mal ein kleineres Paket kaufen. Erstmal ein bisschen Kohle damit machen. Zack, schon mal ein paar Döbels hier rausziehen. Und danach direkt verkaufen, Nachschub kaufen. Neue Grashüpfer kaufen, um danach neue Döbel fangen zu können. Ja, da drüben ist ja ein ganz anderer, recht bekannter Spot an dem schrottigen Boot. Quasi direkt da drauf stellen auf diesen Stein und von da aus dann hier in diese Richtung, ich würde sagen, so fast, ja, fast so in diesem Bereich hier werfen, ne? Also so schräg hier vorne hin oder hier unten in diesem Bereich ungefähr hinwerfen. Genau, man sieht das ja hier auf der Map auch so ein bisschen, von da hier so rein. Genau, das ist hier diese Stelle. Geht auch immer wieder ganz gut. Auch eine klassische Stelle für Z-Fische. Jedes Mal testen, wenn man auf Z-Fischsuche ist. Da ist das auf jeden Fall ein ganz wichtiger Punkt. Hier bei den Döbeln übrigens auch immer ganz wichtig. Ich zuppel da zwischendurch immer mal rein oder guck halt rein, ob hier die Schrift immer noch flackert. Diese flackernde Schrift, wenn die anfängt zu flackern, ist ja immer noch ein Zeichen, dass da ein Fisch dran ist. Also nutzen wir doch die Chance. Und ja, gerade wie gesagt, beim Döbel muss man da halt immer mal wieder nachgucken, weil der olle Döbel auch gerne mal beißt und dann einfach so auf dem Boden rumliegt oder gar nicht viel abzieht. Und da kann das eben passieren, dass dann, wenn man da die ganze Zeit nicht dran geht, einfach nur liegen lässt, dass der halt einfach auch mal ausschlitzt. Will man ja nicht, wir wollen sie ja alle mitnehmen. Ja, ich werde, glaube ich, hier in der Nacht, ich werde gleich in der Nacht hier auf Tauwurm gehen. Ich hätte Bock hier auf dem Aal. Ich hab mir das noch gar nicht angeguckt, wie das hier aussieht. Ja. Aber wenn das mal nicht hier eine Aal-Area ist, oder? Das ist doch hier eine sehr, sehr geile Ecke zum Angeln. Vielleicht werfe ich sogar noch ein bisschen weiter. Eher so hier in diesem Bereich. Jetzt bin ich gerade hier. Aber das sieht doch schon richtig geil aus. Tja, warum angelt man hier nicht, ne? Einfach mal ein bisschen auf Sicht gehen und gucken, wo sieht es aus.
wo sieht es geil aus, wo könnte man was fangen und testen und probieren. Wie habe ich die ganze Zeit getestet? Wie gesagt, Basis. Wir können ja mal kurz aufs Setup eingehen. So war das Setup, einfach nur mit Fluorocarbon 4 Kilo schwer, also relativ dünn. Dann die ganze Zeit mit einem 12er Haken und dann ging es halt los mit Mistwurm natürlich, mit Kaster, Borkenkäferlarve und so weiter. Also die ganzen Klassiker für kleine Fische. Ihr seht, hier flackert gerade die Schrift, da geht es gerade los. Das heißt, irgendwo ist ein Fisch dran. Da sieht man es aber doch auch. Genau. So, jetzt müssen wir gleich mal gucken. Hier ist wieder ein bisschen was Kleineres. Rotauge. Ich habe natürlich noch keine Futtermische dran. Nichts in der Art. Ich werfe jetzt auch mal ein bisschen weiter. Und da geht schon der nächste rein. Schön da hinten. Nähe der Schilfkante. Das ist natürlich jetzt auch die große Frage. Funktioniert es jetzt hier eher an dieser Ecke? Oh, da schwimmt doch schon was. Da haben wir doch schon eine Welle gesehen. Und noch gehakt. Anfangs nicht gehakt, beim Einkurbeln erst gehakt. Ganz tricky, funktioniert auch nicht immer. Häufig flutschen die dann ja aus. Aber beim kleinen Döbel hat es funktioniert. Also ich peile jetzt nochmal mehr da hinten diese Ecke wirklich an. Dass wir quasi gegen diese Mauer hier oder vor diese Mauer hier werfen, in diesem Bereich. Fast in den Schatten von der Mauer. Ich glaube, das ist gar nicht so schlecht. Sieht schon mal gar nicht so schlecht aus. Könnte ich, würde ich glaube ich im Real Life auch so angeln. Das ist glaube ich eine ganz geile Area hier. Vielleicht auch mal zum Testen fürs Hechtangeln. Kann ich mir auch gut vorstellen. Hier in dem Bereich, vielleicht so von hier aus einfach mal rüberwerfen auf Hecht. So in den Abendstunden, in den Morgenstunden. Also es gibt noch viel zu entdecken, wenn man mal nicht nur, Alter, wenn man mal nicht nur die ollen Standards durchgeht, sondern sich einfach mal auf die Socken macht. Und einfach mal auch ein bisschen testet. Ich meine jetzt die halbe Stunde vorher, die war natürlich jetzt nicht wirklich ergiebig. Zack, genau dahin. Die war natürlich nicht wirklich ergiebig. Da sind dann 30, 40, 50 Silber reingegangen. Vorher war ich nochmal am Wolchow eine halbe Stunde. Hab da auch nochmal am Wolchow, am Ladoga war ich. Hab da auch nochmal rumprobiert. Auch da war es nicht so super ergiebig. Da sind vielleicht ein paar von den Ränken reingegangen, aber das war durchschnittlich zu wenig. Na komm, ran hier. Ah, der nächste im Kilobereich, die fetten Döbels, Alter. Nice, mehr davon. Mehr davon. Zack, und wieder hin da. Der war jetzt, glaube ich, auf dem Sechserhaken, ne? Ja, genau, Sechserhaken. Flackert die Schrift? Ne. Perfekt. Ja, anfüttern mit Döbel bin ich mir sehr unsicher. Anfüttern mit Döbel ist immer ein bisschen tricky. Ich glaube, ich lasse es lieber. Blanko auf einem attraktiven Köder ist, glaube ich, da deutlich effektiver, als hier zu versuchen, die Döbel irgendwie zu manipulieren. Dafür hat man dann sehr viel die Weißfische halt sofort wieder da. Irgendwelche Rotaugen natürlich direkt gepusht. Also das wollen wir auf gar keinen Fall. Wobei man natürlich auch hier mit Rotaugen ganz gut Kohle machen kann. Nicht vernachlässigen. Auch zum Beispiel an Gewässern wie Belaya zum Beispiel rennen immer wieder auch mal die Rotaugen. Da kann man auch in Windeseile dann Kaffeeaufträge absolvieren und macht damit ratzfatz gut Silber. Und hier ist halt die große Frage. Döbel im 4-Kilo-Bereich. Kann natürlich tricky werden, ne? Oha, jetzt kommt ja auch noch Gewitter, ey. 4 Kilo Döbel auf 4 Kilo Schnur macht mich, glaube ich, fertig. Deswegen überlege ich schon die ganze Zeit, ob es nicht sinnvoller wäre hier, ja, ich sag mal, mindestens so Starter-Set-mäßig, ne? 5,5 Kilo in dem Bereich, wenn man sich damit hier platziert, das sollte schon, glaube ich, ganz gut sein. Und dann auch von der Schnur ausreichend Meter drauf, dass man den auch richtig gut müde drillen kann. Das wäre, glaube ich, nicht so schlecht. Ja, das erstmal dazu. Jetzt kommen wir so langsam in die Abendstunden und in die Nacht. Und ich teste jetzt gleich hier tatsächlich nochmal, ob da was geht. Alter, vielleicht sogar auf dem Aal. Das wäre richtig geil, würde ich hart feiern, wenn auch an der Stelle hier Aal geht. Hatte ich bisher noch nicht. Ich meine, ich stand ja auch hier noch nie. Sonst natürlich auch hier am
Wolchow immer so die klassischen Aalspots. Ha. Na komm raus hier. Ich glaube, ich warte noch mal ein bisschen, bis es so in die... Ja, wobei, wir haben schon bald, wir haben schon 8 Uhr durch. Ich baue schon gleich mal um. Ich baue gleich mal um, wir ziehen mal eben den Brocken hier raus. Bis der draußen ist, das brauche ich auch noch ein bisschen. Der hat gerade Bock. So, komm ran hier. Geil, ey. Sehr, sehr, sehr geil. So muss das laufen hier. Und das relativ simpel, simples Setup. Alter, der hat richtig Gewicht. 1,8. Oh, da macht er schon so viel THz. Nee, da muss man stärker dran, ey. Da muss man stärker dran. Ich baue auch jetzt mal eben um. Ich sag mal 6, noch was, 6,9. Ich gehe sogar auf 9,8. Und ich baue hier um auf Tauwurm. Zack, ballern wir rein. Und die anderen baue ich auch natürlich mal eben um. Nee, das ist mir sonst zu tricky. Ich meine, die Anzahl der Döbel, die Frequenz der Döbel hier an der Stelle schon tipptopp. Und wenn man dann noch was Passendes sucht, eben jetzt für die Nacht. Hier noch die Schnur ändern. 9, ihr müsst natürlich jetzt hier nicht mit Fluorocarbon only, ne? Das ist hier, das ist andere. Da hast du gar keine Sorgen mehr, wenn du so angelst, ne? Also normalerweise ganz normal mit der Monoschnur hier hin und mit einem Vorfach dran, fertig. Das ist einfach, es ist auch ein Stück Bequemlichkeit, muss ich ja sagen, wie es ist. Haken lassen wir auch so. Auch hier den Tauwurm. Ich lasse den Fischfetzen weg. Fischfetzen wäre natürlich eine gute Option, um es überhaupt auch mal zu testen. Vielleicht geht er ja eher auf Fischfetzen, der Aal. Aber in der Nacht teste ich jetzt erst einmal so. Vielleicht geht ja auch noch was anderes ran. Ich rechne auch mit Barschen durchaus. Gerade hier, wo so Strukturen sind, sind ja in der Regel auch ganz gerne die Barsche. Und im Idealfall ballern hier vielleicht auch noch Quappen rein und sowas. Das wäre alles nicht so verkehrt. Würde ich alles mitnehmen. Das dauert jetzt natürlich alles noch ein bisschen. Ich bin übelst gespannt. Ich hoffe, da geht was rein. Wenn ja, blende ich das natürlich gleich noch ein bisschen mit ein. Ich würde sagen, Petri, ihr Lümmels, versucht euer Glück hier einfach mal auch an etwas ungewöhnlichen, unnormalen und nicht Standardspots. Einfach mal an so Stellen, die halt geil aussehen. Wenn das Ganze gefallen hat, gerne den Kanal abonnieren, einen Daumen da lassen fürs Video. Und dann sehen wir uns in einem der nächsten Videos oder im Livestream auf Twitch. Montags, mittwochs und freitags ab 19 Uhr. Petri.